So, da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham Knight. Und bevor wir da hinfahren, wir haben hier unten noch eine Riddler-Trophäe. Den strecken wir kurz aus. Hopp. Und da oben ist er schon. So, schnappe ich mir die Fix. Haben wir sie. Jetzt muss ich hier nur wieder wegkommen. Da. So, das war mir noch Batman hat einen wichtig. Panzer? Das ist unfair! Gut, weiter geht. Da! Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Ach, was zur Hölle? Hey, hey! Kommt schon, los! Kommt schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Wer denn? Wir sind ein Freund von dir? Ein richtiger Freund. Bleib hier. Ich finde das raus. Okay. Was soll ich euch sagen? Oh Gott. Ich muss lullern. Deswegen, ich muss eine kurze Pause machen. Warte mal, wo geht denn das nochmal? Ich muss das echt mal anders machen. Ich komme nicht an mein Numpad ran, wenn ich hier... Das Mikro ist direkt vor der Tastatur. Das ist scheiße. Gut, mir ist wieder da. So, jetzt wollen wir rein. Wollen wir mal gucken, wie die Situation da aussieht. Mehrere Helikopter... Ach, du Heiligen. Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemical sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Verwende den Detektivmodus, um mögliche Gefahrenquellen zu orten. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Na gut. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Die Evakuierung der Anlage beginnt in T-30 Minuten. Es hat also begonnen. Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Horizont angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Wieso bist du dann nicht in einem der Helis? Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Ist ja blöd. Genau. Größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche, nicht zu kotzen. Die ganz oben meinen Batman könnte auf dem Weg hierher sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und die sind hier im Blick. Das kann ich nicht. Er zieht sich hoch! Findet ihn! Rüber. Er ist jetzt da oben! Aufpassen! Du weißt gar nicht, wo ich bin. Hätte besser laufen können. Was
hätte besser laufen können. Na gut. Wie lange wird das dauern? Wir können Batman nicht die ganze Nacht aufhalten. Scarecrow wird nicht lange brauchen. Aber bis dahin halten wir die Stellung, klar? Ah! Was war das? Okay. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Der Arkham Knight weiß an. Ah. Der Arkham Knight weiß einen Scheißdreck. Zack. Okay. Wie gesagt, hätte besser laufen können, aber auch schlechter. So. Ich kann auf das Terminal zugreifen. Ist das Gas? Wieso machen wir das nicht einfach kaputt hier? Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv, Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Kann ja nicht jeder Multimilliardär sein, wa? Multimilliardär sein, das muss geil sein. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Fall nicht runter, sagt sie. Das ist auch niedlich. Sie weiß doch, wer wir sind. Fall nicht runter. So, hoch hier. Hoch hier. Hallo. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Gut. Okay, was soll ich machen? Ich konnte etwas vom Funkverkehr zwischen Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das würdest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Okay, das noch wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Sollst du alle haben, oder? Hat ja funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Gut. Der ist am weitesten weg. Würde ich sagen, fangen wir da an. Ne? Okay, 3 bewaffnete Männer, 6 bewaffnete Männer. Stimmt es, dass Sie eine Lieferung der Chemikalien weggeschnappt haben? Ja, abgesehen, wie Sie die Hubschrauber beladen haben. Ich dachte, der Angriff würde von hier aus starten. Tut er auch. Und wofür sonst sind die Chemikalien hier? Für Phase 3. Phase 3, na klar. Was war Phase 3 gleich nochmal? Echt jetzt? Warst du nicht bei der Einsatzbesprechung? Klar war ich da, aber... Also richtig viele Einzelheiten gab es da ja auch nicht. Ich weiß nur, dass das hier lediglich Phase 1 ist. Wenn wir Gotham über... Ja, wenn ich Spaß hab... Achtung! Okay. Das war für mich auch Phase 1. So, Phase 2 wäre da irgendwie reinkommen. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Wie mache ich das? Haupteingang, okay. Kann ich gleichzeitig noch den anderen da vorne retten? Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist nichts, nur eine Macke. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los! Ja, Gott sei Dank. Ich habe fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde festsaßen. Ja, schätze, wir sind Glückspilze, weißt du?
Das war doch was. Perfekter Freeflow. So, der scheint tot zu sein. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen sie. Alle zusammen. Okay. Haupteingang. Bam. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Wieder ist gleich. Also Fluss. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Den machen wir. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören. Wir schaffen das schon. Oh! Moin! Die schießen sich gegenseitig ab. Scheiße. Okay. Sir, er kam durch den Panzer durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Hm. Okay. Ich habe einen Stufenanstieg, der macht mich verrückt, wenn der da so ist. Zeig ich mal. Kann ich noch nicht? Scheiße. Kann ich irgendwas verbessern? Vulkankanone. Bäh. Langweilig. 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 Ich kann mit einem gar nichts mehr verbessern, großartig. Also das ist jetzt echt nicht so wichtig, naja. So. Einmal die Bündel, bitte. Was verdammt? Die Wand stürzt ein! Was zum Teufel? Hier ist... Alle? Gut. Hallo. Hey, Batman! Ein Griff. Wir sind eins! Los, los, los! Verteilt okay. Euch! Wer ist er? Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Aber woher? Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen, ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Das ist richtig. Keine Bewegung, Batman! Das wirst du bereuen.
Okay. Was so? Hey. So, jetzt komm weg da. Der lebt wenigstens. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die gesamte Ostküste bedecken könnte. Oh. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Junge. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf, das weiß ich. Kein Druck, Jim. Überhaupt kein Druck. So. Halten Sie durch. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Medizin. Wenn er jetzt aus Bombe sterben, dann kann es keine Stadt mehr zu retten geben. Oh yeah. Gute Arbeit. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Ich gehe die anderen holen. Kauabanga! So. Irgendwie kommen wir hier, glaube ich, auch rüber. Aber ob wir es müssen, ist die andere Frage. So, gucken wir erstmal hier auf der Seite. So, gucken wir mal hier. So. Wir haben 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann. Okay. Ficke! So. Rosa. Hier hinter? Kann gut sein, oder? Okay. Explosivgel. Ich muss einen Weg finden, das Gas abzudrehen. Es ist toxisch. Toxisch. Gut, dann lass mich mal kurz raus hier. So, da unter. Okay. Ich glaube, ich muss in jedem Fall... Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Mach doch mal den Detektivmodus aus. Gut, dann hole ich das Batmobil mal her. Ich denke mal ganz stark, dafür muss ich an die Steuerung hier ran, was? Batman, es ist Batman! Ach, Ficke, das haben sie mich schon gesehen. Komm her, worauf wartest du noch? Weiß doch gar nicht, wo ich bin. Er greift nicht an! Hätte besser laufen können.
Nicht rauf! Ihr sollt ihn aufhalten! Fake! Wer seid ihr denn, du? Ihr Xing-Shang-China-Mädchen oder was? Wo bist du denn, du, von mir? Ficke! Halt dein Maul, Junge! So, ich würde jetzt gerne den Kran benutzen. Lufteinheit C, seh zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Okay. Nee. So, oder? Ja. Okay. Müsst ihr eigentlich anhauen. Ja. Ausrichten. Höh! Kawabanga! Alle verbleibenden Einheiten! Evakuierungen! Die Drohnen haben Feindkontakt! Drüben in der Ladebucht! Ich sehe es! Sir, die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Und raus. Okay. Gut. Okay, jetzt mal wieder hier oben rein. Gut. Hallo. Noch ein Toter. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Oh ja. Aber was will man machen? Man kann nicht überall zugleich sein. Wer will Batman, was? Hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Okay. Krieg ich das mit dem Explosivgel kaputt oder muss ich das mit dem Auto machen? Ja, das krieg ich auch so. Gut. Dann einmal hier ran. Also ich weiß, man kriegt das Spiel innerhalb von 12 Stunden, kriegt man das durch. Locker. Also komplett. Habe ich nämlich auch schon geschafft. So. So. Komme ich hier wieder raus? Kamera wechseln? Ben. E. Okay. Und noch ein Toter. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Diesmal sieht das Ganze hier ganz schön anders aus. Okay. So.
So, aufmachen. Geht das Tor auf. Dann mit dem Batmobil hier einmal gegenschießen. An alle Bodeneinheiten! Founders Island ist unter Kontrolle! Wachtürme und Checkpoints sind vollbetriebsfähig! Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen! Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse! Fahrstuhl hoch. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Okay. Aufklettern. Und rein. So, und jetzt mit der Fernsteuerung runterfahren. Okay. Ich verstehe es einfach nicht. Dieser Knight-Typ taucht einfach so auf und baut diese Armee auf. So. Ich meine, dann muss er reicher sein als Bruce Wayne. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Es ist nicht das Geld. Jeder Superschurke hier spielt bei diesem Ding mit. Es ist alles Teil von Scarecrow's Plan. Klar, der Knight hat ihn jeden Penny abgeknöpft. Wie hat er sie überzeugt? Kein Plan. War wohl überzeugend genug für eine 3 Milliarden Dollar teure Armee. 3 Milliarden für die Übernahme von Nee, das lassen wir bitte. Weicht den mal aus, Batman. Bin ich gerade. Der lebt noch. Den habe ich noch gar nicht ausgeschaltet. Jetzt. Okay. Und noch ein Überlebender. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Okay. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Okay. Also soll ich jetzt den Arbeiter zurückbringen oder... ja. Ich denke mal, wa? Dann bringe ich jetzt den Arbeiter raus. So. Oh Gott, wir stecken hier unten fest. Quatsch. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal, ich bin nur froh, hier raus zu können. So. So, einmal raus. Oh oh. Nee. Alfred. Habe ich gesehen, Sir. Erst ist kein Zeichen nahe, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst! Au! Ich
das gespürt? Au, au. Das ist nur der erste von vielen. Rosa, Rosa. Sehen nicht. Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Gut geschossen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch dann würdest du dich nur zurücknehmen. Ich sehe gar nichts. Verdammt. Leben steht jetzt relativ gut. Uiuiuiui. Okay. Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Oracle. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. Okay. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt. Gut. Dann gehen wir in der nächsten Folge wieder rein und konfrontieren Scarecrow. Oh. Da die ganzen Miliz-Hubschrauber. Das wird noch lustig. Wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.